Hallo, ich bin Ulrich und wir machen mal wieder ein Unboxing-Videos. Video, ja, hier sind ein paar Computerteile gekommen, die ich auch nicht noch eigentlich gar nicht bestellen wollte. Irgendwie, Moment. Ach, hier ist das Ganze zu. Ja. Jetzt gerät das Ganze hier an seine Grenzen. Oh. Was ich so videotechnisch machen sollte. Probier mich. Eigentlich alles erstmal Müll. So, da ist das Teil, wo es drum geht. So, und das war mehr oder weniger um den Mindestbestellwert zusammenzukriegen. So, dazu sagen wir gleich nach dem Schnitt ein bisschen noch was. Da soll drin sein eine Festplatte. Das irgendwie aufmachen? Nee, ne? Und USB-C, ja, mit irgendeinem Adapter auf USB 3.0. Ja, über Thunderbird eine Gebrauchsanweisung für eine Festplatte. Was erwarte ich jetzt? Außer, dass da wieder irgendwie so ein Zeug drin steht, wie sei vorsichtig, sei vorsichtig, sei vorsichtig. Gut, brauchen wir auch nicht weiter reinzugucken. Okay, so. Gucken wir mal hier rein. Das ist eigentlich, um den Bestellwert voll zu kriegen. Ja, die Tastatur, die ich jetzt benutze, ist von dem Rechner, wo ich den Link unten so reinlege. USB-Kabel hätten wir. So, was ist jetzt in diesem Kram hier sonst noch drin? Eine Gebrauchsanweisung, Silikatgel und eine Gebrauchsanweisung für eine Tastatur. Ah ja, okay. Wahrscheinlich setzt das aber Windows-Treiber voraus. Gut, da müssen wir mal gucken. Gut. So, jetzt gibt es erstmal einen kleinen Schnitt und dann setze ich mich mal hin und erzähle mal ein bisschen was. So, okay. Jetzt geht es nur mit der Facecam weiter. Eine Datensicherungs-Diskette, weiß ich nicht, wie man das nennt, und eine... Oh je, wie kriegt man die jetzt hier heil raus? So, und eine Tastatur, die wir uns dann noch mal im Detail angucken müssen. Machen wir mal das Einfachste zuerst. Gott, ist das alles. Da merkt man wieder, was die Gamer immer meinen, wenn... Ach hier, alle USB-Ports belegt. Ja, rum? So rum. Ja, machen wir die Videoleuchte mal eben aus. Okay. Jetzt hätten wir eigentlich den Screen-Recorder gebraucht. Doch, ich kann über diese Tastatur schreiben und mich anmelden auf dem System. Also das geht schon. Jo. So, ich brauche die bloß jetzt als Tastatur.
Ich habe die im Wesentlichen gebraucht, als um den Mindestbestellwert zu erreichen. Eine neue Tastatur brauche ich sowieso. Das gute Stück hier ist, ja, da gibt es ein Video zu, ich glaube von 2007. Wir schreiben jetzt Juli 2009, nee, Blödsinn, wir schreiben August 2019. Gut, da soll es aber gar nicht drum gehen, das war jetzt nur Beiwerk. Es geht darum, um die Festplatte. Also, Datensicherung, Datenarchivierung. Das Wort Datensicherung wird eigentlich ja von mir immer mehr oder weniger synonymisch genutzt im Zusammenhang mit Datenarchivierung. Unter Datensicherung würde ich verstehen, dass ich Daten sichere vor Zugriff unberechtigter Dritter. Unter Datenarchivierung würde ich verstehen, dass ich Daten sichere vor dass ich Daten dafür sichere, um sie in 6 Jahren, in 10, in 30 Jahren, wann auch immer, wieder zum Leben zu erwecken. Gut. Preise. Bisher sichere ich immer noch auf DVDs, die ich in der Regel 10 Jahre aufhebe. Ich weiß, es gibt ein paar Sachen, die man sein Leben lang aufheben muss. Ja. Aber auch dann, das Problem im letzten Video ist noch auf meinem alten Kanal. Da hatte ich das hier schon angesprochen, dass man, wenn man Daten sichert, muss man irgendwann sie auch wieder entsichern. Müssen? Nee. Es gibt durchaus auch Daten, die für die Ewigkeit bestimmt sind. Ewigkeit gibt es ja so indirekt ein Video zu. Zu Thema Ewigkeit habe ich so indirekt ein Video. Wie soll das denn hier wohl funktionieren? Naja, egal. Gut. So, heißt, wenn das Finanzamt kommt und eine Steuerprüfung macht, was ich schon erlebt habe, dann muss ich eventuell auch Daten wieder hervorholen, die ich selbst eigentlich gar nicht mehr brauche, aber die fürs Finanzamt noch relevant sein können, weil Kontoauszüge eine Verjährungsfrist von, jetzt, ich bin kein Steuerberater, von, ich glaube, 6 Jahren haben. Der meiste Schriftverkehr, den man so als Privatmann oder als ehemaliger Selbstständiger hat, hat eine Verjährungsfrist von irgendwie 10 Jahren, glaube ich zumindest. Und dann gibt es auch noch Zeugs, was nach 30 Jahren verjährt. Das ist zum Beispiel so ein Zeugs. Wobei ich nach 10 Jahren von Gerichtsprozessen, wie zum Beispiel dem da, fast alles entsorge, bis auf das eigentliche Urteil, das hebe ich dann auf. Und bei mir gibt es eigentlich fast immer ein Urteil, wie zum Beispiel dort besprochen. Gut, also mit NLP, kann ich nicht allzu viel anfangen. Ne? Also ein Richter, der auf mich versucht, Einfluss zu nehmen, von wegen, überlegen Sie noch mal so und so und so. Der verschießt sein Pulver bei mir. Gut. DVDs kosten im Moment 50 Stück, so eine 50er Spindel 25 Euro. Und jetzt kann man ja mal einfach rechnen. Das sind theoretisch 4,3 Gigabyte drauf. Mal 50 DVDs sind 215 Gigabyte. Kosten 25 Euro. 25 durch 215 sind 11 Cent, 12 Cent, 12 Pfennige. So, was kostet eine Festplatte? Da habe ich kürzlich mal so ein paar Daten, habe ich den Zettel hier noch irgendwo liegen, ist auch egal. Aktuell sind 4 GB und 5, 4 TB und 5 TB Platten. Ich habe mich jetzt für eine 4 TB Platte entschieden. Weil da war der absolute Preis für mich ausschlaggebend, weil ich auch USB-C haben wollte. Weil ich einfach von den ganzen DVDs ein gebranntes Kind bin. Das ist nicht nur teuer, das Daten sichern bzw. archivieren auf DVD, sondern es dauert auch. Ich hoffe mal, dass das schneller geht und da habe ich mich jetzt konsequent für USB-C entschieden. Ich weiß, mit USB-C, das klappt alles noch nicht so ganz, aber. Auch die Kamera läuft mit USB-C. Also bei aller Kritik, die da immer wieder geäußert wird am USB-Konsortium, ja, aber ich komme bisher mit USB-C ganz gut zurecht. In der Praxis, muss ich ganz ehrlich sagen, scheint das wirklich zu funktionieren. Gut. Ja, Datensicherung, hier ist noch drauf, ja, mein Passwort steht da drauf, das heißt also irgendwie. Ist da so ein Kennwortschutz drauf?
Kann man gut finden, kann man auch überflüssig finden. Es gibt, ich sag vorweg, was jetzt kommt, im Wesentlichen sind wir mit dem Unboxing durch. Ich kann gleich nochmal den Screen Recorder anschließen und die dann mal an Monitor anschließen. Dann können wir auch die Tastatur nochmal brauchen. Moment, kann ich eigentlich mal eben. Ja, der Galgen vom Mikrofon hängt hier wieder im Weg. Mit dem Großmembranmikrofon, das war auch irgendwie ein Fehlkauf seiner Zeit. So. Okay, ja, wir können eh nicht in 50p produzieren. Webcam, okay, ist in Ordnung. 1908 04. Festplatte. So, machen wir es mal so. Continue Start Recording. So, der Screen Recorder läuft. Okay, also passt zu dem Passwortschutz hier drauf. Man kann Daten nicht sichern. Darf man nicht. Wie gesagt, der Dislike-Knopf ist da unten. Sage ich euch sofort. Wer jetzt sagt, du hast überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst, ruhig dissen, ruhig entsprechend Kommentare schreiben. Wer mich beleidigt, bestimme sowieso ich selbst, nicht ihr. Gut, ist nicht von mir, ich weiß. Aber ich weiß, hast der Schauspieler noch, der gesagt hat, ich bestimme, wer mich beleidigt. Gut, so, ist egal. Ihr könnt Daten vor dem Zugriff Dritter nicht schützen. Das ist verboten. Das geht schon. Aber da ist der Geheimdienst vor und der sagt, nein, ein Passwortschutz, den wir nicht knacken können, der ist nicht erlaubt. Sacken lassen. Dieser Passwortschutz, der hier drauf ist, da ist ein Passwortschutz drauf, da gehe ich von aus. Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt, wie er jetzt funktioniert, aber ich gehe davon aus, dass, wie heißen sie, Western Digital, da nicht weiter lügt und dass das schon den Tatsachen entspricht. Das ist aber mehr oder weniger ein Schutz vor dummen Jungen. Ihr kennt diese Geschichte, dass da irgendein Hacker die Telefone von Dr. Sauer, von Frau Dr. Sauer, unserer Bundeskanzlerin, rausgekriegt hat und die dann im Internet veröffentlicht hat. Ja, wer sich dann näher mit diesen Geschichten beschäftigt, was lernt er? Das sind eigentlich keine Hacker. Das sind eigentlich nur Datensammler, wie sie in dem Film 23 auch dargestellt werden. Wenn ich einen Wikipedia-Artikel zu dem Film finde, lege ich euch einen Link unten rein. Ein externer Link dann. Da geht es eigentlich auch um ein paar Jungs, die haben Daten gesammelt und die haben sie dem KGB verkauft. Was dann Fiktion ist und was davon Wahrheit ist, weiß ich nicht. So. Immer wieder, wenn solche Hacker auftauchen, dann reden wir meistens nicht über Hacker, sondern über Datensammler, die ein bisschen tiefer geguckt haben, als wir Normalsterbliche das mit Google machen. Der Passwortschutz, der hier drauf ist, den kann der Geheimdienst knacken. Ob der nun NSA, KGB oder Bundesnachrichtendienst heißt, ist gehupft wie gesprungen. Die brauchen auch keinen Staatstrojaner oder irgendwie sowas. Das ist alles so gemacht, dass die da noch ran können. Ja? Gut. Wie gesagt, wer mir das nicht glaubt, der Dislike-Knopf, ihr wisst, wo der ist. Wie sieht die Tastatur denn von unten aus? Ah, die kann man hochstellen. Ich frage mich gerade, was das hier für ein Klebestreifen ist. Ach Gott, damit das Logo da. Ja. So, Textverarbeitung. Das ist die Linkliste, nicht speichern. Linklisten speichere ich in der Regel nicht. Textdokumente. So, für den Fall, dass einer auf den Kaffee vorbeikommen will. Da bin ich doch schon wieder an diese Scheiß-Tastatur gekommen. Das ist lästig.
für den Fall, dass einer auf einen Kaffee vorbeikommen will, aber den braucht das ja gar nicht so kompliziert zu machen. Die Adresse steht auch im Impressum. Ich würde sagen, der Anschlag geht. Ist natürlich keine. Ich kann meinen eigenen Namen auf dem Ding nicht schreiben. Ist natürlich keine mechanische Tastatur, das ist klar. Da sparen wir dann nochmal dran. Gut, so, gehen wir mal an die. Da werde ich jetzt aus dem Bild verschwinden müssen, weil USB-C hat das Ding nur hinten. Den Adapter, den ja, doch, den kann ich wohl gebrauchen. Mensch, ist das alles verklebt. Da bist du ja wirklich am Überlegen, ein Messer zu nehmen. Ne? Also rohe Gewalt anzuwenden. Ach ja, kann man ja nicht mehr verkehrt rum einstecken. So. Hier sind doch zwei Pfeile dran und andersrum. Hier muss man dann komischerweise wieder aufpassen, dass die richtig rumkommen, knacken dann auch ein. Okay. Hier hinten sitzt eine Lampe und man merkt auch, dass das Ding vibriert. Da ist die Platte. For Mac Windows. Install Discovery for Windows Exe. Was mache ich denn mit Windows? Ich will im Wesentlichen wissen. Kann ich den hier rüber kopieren? Kann ich. Und? Ja, das geht. Was ich hier jetzt installieren soll, weiß ich so ganz genau nicht. Damit kann, mit diesen beiden Dateien kann mein System nichts anfangen. Gut, das sind ein paar Kilobit. Ja, der Galgen vom Großmembran stört. Das sind ein paar Kilobit, die wir hier haben. Die stören mich nicht weiter. Also ich kann auf jeden Fall das damit machen. Eigentlich will ich ja... Habe ich jetzt noch irgendein Video fertig? Ne, Moment. Dokumente. Da. Das Video ist online. Moment. Ja, also ich weiß, so schön bin ich nicht. Das ziehen wir jetzt hier mal rüber. Und gucken mal, was das Ding denn jetzt leistet. Ja, 100 MB Sekunde. Ja gut, aber es ist mehr als, als man auf DVD üblicherweise verwendet. So, hier hinten... Das können jetzt keine von diesen Kameras. Das ist alles ein bisschen dämlich. Kann ich jetzt nicht ändern. Hier hinten sitzt also eine Lampe dran, die blinkt. Aber die Festplatte soll ja eh auf Dauer dann dauerhaft hinten am USB-Port des Motorbretts auch arbeiten. Ne? Und da auch dauerhaft angeschlossen sein. So, wie gesagt, aktuell sind am billigsten zur Datenarchivierung 4 Terabyte oder 5 Terabyte Platten. Das muss jetzt nicht ewig so bleiben, aber auf alle Fälle das Datensichern auf DVD ist nicht mehr relevant heutzutage. Ja, und Daten zu entsichern, habe ich seinerzeit schon gesagt, dem ist eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Denkt daran, irgendwann kam in meinem Leben der Moment, wo die 5¼ Zoll Disketten auf den Müll mussten. Da waren aber noch Daten drauf. Es folgten die 3,5 Zoll Disketten. Es folgten die ZIP-Disketten. DVD-Rohlinge, die ich vor 10 Jahren gebrannt habe, fange ich jetzt allmählich an, auch schon die ersten. Noch sind es kleine Mengen, aber die Hochzeit, jetzt 2016, 17, 18, 19 noch, da habe ich halt jedes Jahr eine 50er-Spindel an DVDs gebrannt, um wieder an die Videos ranzukommen und ähnliches. Alles gut und schön. Denkt daran. Ach, die Farben ändern sich hier sogar. Wie gesagt, die Daten, die da drauf sind, könnten ja in dumme Jungenhände fallen.
Der Geheimdienst interessiert sich da nicht für, nicht für das, was ich hier mache. Und ich glaube auch nicht, dass sich irgendein anderer großer Geist dafür interessiert. Und auch diese sogenannten Hacker, die dann in Wirklichkeit nur Datensammler sind und dann sagen, hier, das ist die private Nummer von Frau Dr. Sauer, die interessieren sich für mich wahrscheinlich auch nicht. Also von daher habe ich da nicht so große Bedenken, dass meine Buchhaltung jetzt mal irgendwann um 20 Uhr in der Tagesschau mit einmal aufploppt. Aber wobei, wer guckt das eigentlich noch? Wobei, ja, so ein bisschen sicherer sollte man sich schon fühlen. Was ist denn hier eigentlich? Ja, okay. So, das waren die Unboxing-Videos zum Thema Datensicherung. Dann soll es das hier gewesen sein. Bis dahin, tschüss.